Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Aura Kingdom. Wie ihr hört, hatte ich meine Sprachqualität wahrscheinlich um einiges verbessert, da ich jetzt noch extern meine Audioaufnahme wirklich extern aufnehme, weil es sonst wirklich ekelregend von mir hört. Besonders ich kann das nicht regulieren. Ob ich lauter bin oder leiser bin als Yuri. Yuri und Agant, jetzt sagen wir nichts. Gut. Ja, hallo auch. Du bist immer so motiviert. Ja, hallo, negativer Tag. Und wie ihr sehen könnt, sind wir im neuen Gebiet. In einem, wie soll man es dann beschreiben, Herbstlandschaft? Ja, das ist eigentlich recht gut. Es ist doch das Gebiet vor der Hauptstadt. Oh, wir kommen langsam der Hauptstadt näher. Das freut mich. So, eher kann man fliegen, ja, das war's so. Ich würde sagen, dann machen wir gleich die Dimensionshalle. Wieso lege ich so? Ja. Ich hasse mich. Das ist Game, wo seid ihr? Ist ihr echt... Oh mein Gott, da weiß ich gar nichts mehr. Kann ich darauf einfach draufklicken? Eidolon. Keine Ahnung. Wo seid ihr hin? Ich bin bei der Dimensionshalle. Da wo wir eh hin müssen. Also ich muss ja noch zu Barthold gehen und irgendwas berichten. Der hier ist. Ach, Pappalapapp. Oh, links war online. Wer? SMG bla, ist es nicht Lukas? Ja, ist er. Barthold. Der hat seinen Namen wirklich verdient. Und dann nehmen wir die Quest an und gehen hier rein. Ah, das Dimensionsportal. Oh, sie haben sogar das andere erhöht, auf Level 55. Barthold! Los, lass mich in Ruhe! Gut, talk to Omar. Du sollst die Quest annehmen und reinkommen. Hä? Von Barthold die Quest? Ja, ja, da muss man auch zum Typen reden. Wir machen zuerst das mit Barthold. Ja. Dann komm ich auch. Weil kann man eh nur einmal am Tag machen. Toll, ich bin durchgeflogen. So, die macht man auch wiederum alleine, oder? Nee. Wartet auf mich, Zahn, bitte. Wir können das sowieso nicht starten, bevor ihr nicht drin bist. Ich sehe euch gar nicht. Ah, da hinten seid ihr endlich mal. Gut. Du musst jetzt hier auf die Seite da. Den da musst du noch aktivieren. Ich stehe nicht, was ihr wollt, Mia. Klick auf den Kristall und aktiviere ihn. Den hier. Ja. Und jetzt continue. Und dann kommt dann jetzt gleich ein Boss. Wenn du es richtig machst. Moment, ich mach nochmal. Continue. Ah, okay, gut. Dann tank mal schon. Aber mit dem Rebelter bin ich hier fast gestorben. Das ist schon der der Würfel ist aber nicht der Endgegner, oder? Lol, ist hier noch gar nichts. Ist das Auge? Ah! Ist hier überhaupt Damage ab? Sorge. Oh! Fällt sowas aus. Und denkst du schön an ganz hier? Wow! Denkst du schön? Ich hab leider noch nicht die Fähigkeit, die Agro aufbaut. So hin. Ja, verdammt, der Klopfer sein kann, woran geht das schon? LOL, der schickt bei mir jetzt in die Luft, seltsamerweise. Ja. Oh! Weg. Gut. Langsam bekommen wir ihn down. Da greift er mal mich wieder an. Hast du ihn? Aber da merkt man auch, finde ich, dass Fernkämpfer recht schwach sind am Anfang. Aber wenigstens können wir aus wirklich auf Distanz halten und müssen keinen Damage kassieren.
wenn wir es richtig machen. Und da geht er down. Achievement! Tetalo begonnen! Party! Ich kann jetzt mit meinem Eidolon reden. Ja? Eidolon? Frag mal's. I really have to press my heart. Ja. Okay. Cancel. Gut. Ich merke gerade, ich hätte mich auf beschäftigt stellen sollen. Und ihr seid draußen, ne? Ja. Kommt nicht wieder raus. Ah, da, okay. Komm an. Cool, das kann man nur einmal am Tag machen. Ja. Ja. In Ordnung. Und jetzt seid ihr. Teilweise sehe ich überhaupt euch gar nicht mehr, weil die ganzen Charakter fast alle gleich aussehen. Ah, das ist ein Riesenalter. Schaut hier aus. Gigas. Iron Titan. Und wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr? Omar? Mach jetzt die Quest mit Omar abgeben, danach müssen wir ein paar Viecher töten. Ach schön, und ihr geht natürlich ja total weit voraus. Ich hasse euch. Ich bin gerade bei Omar. Ich hasse euch. Dann musst du mal zu Zoe. Ich hasse euch. Omar. Und jetzt talk to Sue. Wir werden uns berichten, was total überflüssig ist. Immerhin sieht sie gut aus. Naja. Jure mit seinen hohen Anforderungen. Gut. Wie sieht eigentlich mein Inventar aus? Moment. Voll. Gut. Ich brauche mal einen Job hier irgendwo. Warte ich mal kurz hier und kann nebenbei noch schreiben. Wo ist der Job hier? Bitte sag mir das. Ja, schaut einfach mit dem Schwert oder sowas. Sind die Typen mit den Armen und Schwertsymbol über dem Kopf? Armen und Schwertsymbol. Aha, aber erstmal diese kleinen Viecher hier töten, die ja relativ putzig aussehen. Ja. Was? 10 Stück? Okay. Ja. Gibt's gar nicht so viele. Da, ich seh dich. Sind jetzt aggressiv oder was? Ja. Hi. Das sind relativ wenige hier, kann das sein? Naja, hier sind auch gerade andere Spieler, die hier töten. Gott, ich bin von mir gar keins mehr ab oder wie. Ich bin fertig. Ich baue noch 6 Stück. Du musst einfach immer mit draufhauen. Man teilt sich die XP und alles. Warum man dem Spiel keine Rücksicht nehmen? Außer wenn es ums Looten geht. Es ist auch so eine Sache, wenn du die Kiste öffnest. Wenn andere den angeklickt hat, dann bekommst du die nicht. 10 Minuten ist der Part schon vorbei, ne, Leute? Echt, oder? Ja. Puh. Geht du schneller, als man denkt, ne? Ist hier gar keiner mehr, der will. Da hinten ist noch eine Quest, Theorie. Aber ich gebe dir die andere noch. Den da machen. Der Hass. Der Hass. Den ich auf euch habe, ist unaufhörlich groß geworden. Wieso das? Wenn ihr mich mal allein lässt. Wir lassen sich doch gar nicht allein. Oh, ich bin nur fast draufgegangen jetzt.
Wirklich? Schau mein Leben an. Sag Bescheid, wenn es dir das nächste Mal passiert. Wir müssen wieder tanzen. Dank Welch bitte ich. That? Welch cut. So, dann warten wir mal. Wo ist hier die Armor? Ich sehe nicht. Die Armor, die Rüstung und der Waffenhändler da. Auf der Karte sieht man es auch nicht, oder? Ich glaub nicht. Keine Ahnung. Das sind Leute, die Tränke verkaufen, muss ich mal sagen. Ah, hier kann ich es auch verkaufen, denke ich mal. Das kann ich gar nicht verkaufen. In Ordnung. Nee, meinst du, das kann ich nicht verkaufen? Das rüste ich dann aus. Das kann ich wiederum nicht verkaufen. Ich sehe gerade. Hä? Die kann man auch mal ausrüsten, das war auch mein. Ah, okay. Ja, okay. Rechtsklick einfach. Außer dein Level ist natürlich nicht hoch genug. Gut, ich verkaufe den Rest auch. Komm. Verkaufen. Warum kann ich teilweise was nicht verkaufen? Weil es vielleicht also für einen Quest gebraucht wird oder so. Du solltest gucken, was das für ein Item ist, was du verkaufen möchtest. Meine Pistolen kann ich auch nicht verkaufen, warum? Solltest du können? Die ersten Pistolen kann ich nicht verkaufen. Das ist seltsam. Verkauf gerade alles. Alles weg damit. Weg. Ich glaube, im Moment kann ich auch nichts Besseres tragen. Nee. Wo ich hatte Stahl zum Aufwerten. Okay, das wird mal genügen vorerst. Jetzt haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz in unserem Inventar. Ich glaube, in diesem Part haben wir nicht viel geschafft. Nee, nicht wirklich, außer einem Bossfight. Talk to Suit, report, irgendwas. Reported. Hm. Oh, Level 22, finally. Was machen wir denn hier rein? Death, Max HP, Death, Max HP, Death, komm. Ich habe immer auf HP gemacht. Damage, okay. Und Death. So, talk to Nala. Nala, die gute Nala, wo ist sie denn? Was wird sie uns Aufregendes berichten? Naja, wie sie schon aussieht, nichts Besonderes. Küchenwirtin oder sowas ähnliches. Gut. Ich hab's nicht durchgelesen. War bestimmt unwichtig. Ich weiß, wie es Juri wahrscheinlich mal liest. Continue. Ja, continue. Ne, ich lese sowas nicht. Boah, skip eher gesagt. Ich skippe immer. Ist schneller. Ja, ich kann das nicht so machen, sonst. Obwohl wahrscheinlich die meisten werden es sowieso nicht mitlesen.
sag Bescheid, sobald du die beiden Quests Potent Grass und Perfect Feathers hast. Ah, nochmal lesen. Moment. Ich hab jetzt gar keine Quest momentan, okay, interessant. Halten. Die hat mir auch keine Quest mitgegeben. Anscheinend, nee. Ich hab keine Quest mehr. Das gelbe Ausrufezeichen bei Anthony. Das ist eben das Problem, wenn ihr nicht bei mir seid. Hier, ja. Hinter dir. Der Typ hier. Rechts. Was ist was? Nicht drehen, hier, genau geradeaus, da wo wir stehen. Und der Typ müsste ein gelbes Ausrufezeichen haben. Oh mein Gott, ihr habt recht. Oh nein. Wie kann das so sein? Ihr habt mal recht. Ding der Unmöglichkeit. Collected Luna Grass. Okay. So genial. Er dreht sich und rechts und links. Ihr könnt nicht mal. Dann können wir sogar bei den ersten Dungeon. Aha. Ja, aber meine Fails machen das jetzt für erstmal unterhaltsam, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen das tot beim letzten Mal. Ach, ruhig sein. Nein, wo ist das Gras? Das ist kein Fass mit Worten. Nein, ach da, wundervoll. Ausgezeichnet. Moment. Aha. Nein, das ist das Falsche. Hier muss doch anderes liegen. Nee, nee, du musst dann auf die Krise raufklicken. Ja, ja, ich hab's immer gerade schon. Wenn du fünfmal hast, dann einfach raufklicken und dann kriegst du den Saft. Moment. Ah, ja, es ist gerade wundervoll. Und eine Kette. Dass mein Inventar schon wieder voll ist und ja aus, nicht aussortieren kann. Das kann wirklich nicht sein. Hast du vielleicht die Taschen, die du bekommen hast, nicht ausgerüstet? Welche Taschen? So 5 Slot-Taschen, damit dein Inventar größer wird. Bitte, hab die Quest angenommen, bitte. Ja, habe ich, aber... Inventar? Da muss man nur rechtsklicken, sind halt Taschen. 5 Slot-Backpack. Na, verkauft, tut mir leid. Die kann man nicht verkaufen. Obwohl, ich glaube, die kann man verkaufen. Wenn das gemacht hat, wäre das. Das wäre ein bisschen. Nee, ich hab's glaube ich auf der Bank. Wo ist hier die Bank? Was? Ansonsten kannst du dir für Loyalität welche kaufen, aber. Ich glaube, du hast keine Loyalität. Ich hab keine Loyalität. Ah, da hinten ist ja glaube ich die Bank, würde ich sagen. Wie sieht der nach aus? So, ab hier warte ich perfekt Feeders. Sieht doch mal das Zeichen der Bank aus. Wie ein Gefängnis. Eine große Abzocke. Große Abzocke. Ihr seid keine Hilfe, ne? Das wisst ihr aber. Egal, da habe ich ihm keine Taschen. Da wo Agante ist. Ist mir egal jetzt, ich mach die Quest weiter. Okay. So, wo ist das nächste Ausrufezeichen? Gelbes Ausrufezeichen. Klaus. Ich glaube, ich soll das jetzt echt alleine machen. Ach, jetzt wieder ein Achievement sehe ich gerade. Wundervoll. Hier überall. Ghost Story. Ist ja wirklich überall eine Story vorhanden. Juri, bei welcher Quest bist du dann jetzt gerade? Perfekt, Fieses.
halt, wo man dann oben die annimmt von Nali, oder wie sie heißt gerade. Nala. Ich meine, ach, das mit den Fehlern. Genau. Und da, wo ich gerade stehe, Zed, ist die Bank. Keine Ahnung, wo du stehst, mir auch egal. Jori, wo gehst du? Kaffrosett landet. Ja. Oder einfach die Feder machen. Egal, ich bin den Part. Okay. Gut, Leute, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, see ya, Leute.